Ja, meine lieben Damen und Herren, ich bin jetzt etwas gerührt. Ich bin schon so viele Jahre unterwegs und habe dann dieses Hirn da in all seinen Einzelheiten studiert und habe dann gemerkt, dass da an dem Hirn auch noch ein Körper dranhängt. Und habe mir dann gedacht, das nützt doch gar nichts, wenn du über das Hirn was lernst, wenn du nicht auch diesen Körper mit einbeziehst. Habe dann solche Forschungen gemacht, sozusagen wie das Hirn mit dem Körper zusammenhängt. Und dann habe ich gemerkt, dass wir Menschen ja auch gar nicht wissen, wie das Leben geht. Wir haben keine fertigen Programme im Hirn. Uns hat die Natur nicht mit fertigen Vernetzungen hergestellt, wo wir gleich wüssten, wie das Leben funktioniert, und das unterscheidet uns eben von den Tieren, und deshalb sind wir auch alle Suchende. Keiner weiß, wie das Menschsein geht. Wir müssen das erst selber herausfinden, und wir können es nur herausfinden, indem wir uns immer wieder irren. Also wir müssen uns immer wieder verrennen, um zu merken, dass es so nicht geht, und dann können wir es besser versuchen. Und das war mir dann ein tiefes Anliegen, ein bisschen dazu beizutragen, dass das Verrennen nicht immer so lange dauert. Und dann ist es natürlich schon großartig, wenn ich so eine wundervolle Veranstaltung besuchen darf und regelrecht Freunde finde, die ihr ganzes Leben genau das versucht haben. So wie der Franz, die ihr ganzes Leben, oder der Helmut, die ihr ganzes Leben lang versucht haben, Menschen zu sein. Ihre Würde und die Würde anderer Menschen zu wahren und nicht in Würde zu sterben. Das ist auch noch nett, wenn man das kann, aber eigentlich sollte man in Würde leben. Und wenn man dann so viele Jahre so unterwegs war und immer wieder versucht hat, etwas in Bewegung zu bringen und dann Menschen trifft, die das auf ihre Weise schon längst umgesetzt haben. Und wenn man dann plötzlich merkt, dass es immer einer bestimmten Zeit bedarf und dass es immer bestimmte Zeiten gibt, in denen plötzlich etwas möglich wird, was lange Zeit nicht möglich war. Wo andere jahrelang und jahrzehntelang gegen die Wand laufen und es geht nicht vorwärts. Und dann plötzlich tut sich eine Tür auf und man kann einfach durchgehen. Dann ist das einfach nur ein Geschenk. Das sind die großen Sternstunden, die ich erlebe. Und wir leben im Augenblick in so einem Moment. Wir leben in einer Welt, in der wir das erste Mal alle sicher sind, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Ja, das ist großartig. Ja. Und deshalb habe ich auch den Georg ermutigt, so eine Veranstaltung zu machen. Auch mich hat er am Anfang erschreckt. Aber ich habe ihn ermutigt, so eine Veranstaltung zu machen, weil was wir jetzt brauchen, sind Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und die das Neue entdecken. Es nützt ja nichts, wenn das Alte nicht mehr geht und keiner weiß, wie es anders werden soll. Dann kommen viele Menschen natürlich auf die Idee, es nochmal mit den alten Rezepten zu versuchen und holen da ihre Vorstellungen aus dem Keller, wie man eine Gesellschaft zu führen hat. Das ist nicht das, worum es geht. Wir hätten hier die Möglichkeit, uns gegenseitig zu helfen, zu verstehen, was da los ist und uns auf den Weg zu machen, um herauszufinden, wie man anders als bisher miteinander leben kann. Die Wirtschaft ist extrem interessant, weil die können es sich nicht leisten, länger als unbedingt nötig dem falschen Ziel hinterherzurennen. Die merken relativ schnell anhand der Einbrüche, dass das jetzt nicht so geht und müssen was anders machen. Und da ist was unglaublich Spannendes in der Wirtschaft im Augenblick im Gang, nämlich dass das, was die Leute aus der Wirtschaft, also aus Unternehmen sich wünschen und was die brauchen, um überlebensfähig zu sein und den Wettbewerb auf den globalen Märkten dann auch zu bestehen, ist etwas von ihren Mitarbeitern, was man für Geld nicht kriegt. So, das ist völlig neu. Sie können niemanden dafür bezahlen und ihm Incentives geben dafür, dass der mitdenkt. Das macht der nur, wenn er Lust hat.
Sie können niemanden dafür bezahlen, dass der freundlich ist, wenn das ein Dienstleistungsgewerbe ist, so wie beispielsweise die österreichische Bundesbahn. Sie können niemanden dafür bezahlen, dass der Ihnen seine Kreativität schenkt, dass der versucht, Probleme mit anderen zu lösen und dass der Verantwortung übernimmt für das, was er tut. Das ist alles nicht für Geld zu kriegen. Das schenkt Ihnen ein Mitarbeiter nur dann, wenn der gerne bei Ihnen arbeitet. Wow! Das heißt, Unternehmen werden untergehen, wenn es ihnen nicht gelingt, ihr Betriebsklima so zu verändern, auch ihre Führungskultur so zu verändern, dass man als junger Mensch und als Mitarbeiter froh ist, in diesem Unternehmen arbeiten zu dürfen. Dass man sich am Sonntagabend schon freut, dass man am Montag wieder hin darf. Ja, das ist... Und was man jetzt sieht... Und damit gewinnt sozusagen die Arbeit eine völlig neue Dimension. Wir müssen uns mal vorstellen, was das heißt. Das bedeutet doch, dass man eigentlich nicht mehr des Geldes wegen arbeitet, sondern dass man tätig sein möchte, dass man sich einbringen möchte, dass man irgendwie zeigen möchte, dass man dazugehört und dass man auch was kann und dass man das auch zur Verfügung stellt. Und ich bin einfach froh, Teil dieses Prozesses sein zu dürfen. Ich mache nachher noch ein bisschen mehr dazu, aber das war erstmal mir ein tiefes inneres Anliegen zu sagen und Ihnen allen auch deutlich zu machen. Was wir hier heute machen, ist ein Anfang einer Bewegung, die ganz Österreich und hoffentlich auch ganz Deutschland und möglicherweise auch irgendwann ganz Europa erfassen wird. Der Impuls... Und um das auf den Punkt zu bringen, und diese Bewegung ist eine Emanzipationsbewegung des Menschen.